Dann fange ich mal an. Hallo zusammen. Willkommen zum schlecht vorbereitetsten Vortrag ever. Ich bin heute Mittag einfach ganz spontan eingesprungen und stelle euch heute mal Mod X vor. Da ich nichts vorbereitet habe, machen wir es einfach ganz praktisch. Ich habe jetzt mal Mod X in einer VM installiert und zeige euch mal, warum mir Mod X so gut gefällt. Mein Grundproblem bei anderen Content-Management-Systemen war bisher die Bedienung unter der Bedienung. Also wenn ich eine Webseite baue, dann habe ich manchmal Anforderungen und die wurden bis jetzt noch von keinem so erfüllt, dass ich damit klarkam. Angefangen habe ich vor Jahren irgendwann mit Joomla 1. irgendwas. Dann war das zum Beispiel so, dass wenn man den Inhalt ausgegeben hat, dieser Inhalt zwangsweise innerhalb einer Tabelle ausgegeben wurde. Da Tabellendesign im Webdesign nicht so toll ist, möchte man das nicht haben. Wenn man das ändern wollte, musste man am Core rumschrauben von Joomla. Wenn man am Core von Joomla rumschraubt, kann man keine Updates mehr machen. Alles doof. Nach einigem Hin und Her bin ich jetzt vor anderthalb, zwei Jahren über Mod X gestolpert, was meine Anforderungen eigentlich größtenteils erfüllt bisher. Es ist auch kein wirkliches Content-Management-System, sondern eher ein Content-Framework. Das heißt, es ist dafür ausgelegt, dass es möglichst flexibel ist. Wenn ihr also irgendwann mal eine Anwendung baut und euch keine Gedanken über eine Benutzeranmeldung und die Rechtevergabe machen wollt, dann könnt ihr auch das Mod X Advanced Packets runterladen, sodass ihr den Mod X Benutzerkern zum Beispiel als euer eigenes Benutzerauthentifizierungssystem nehmt. Oder ihr wollt euch keine Gedanken darüber machen, wie der Nutzer eben im Hintergrund Seiten anlegt, dann könnt ihr Mod X auch als Kern für eure Webanwendung nehmen. Mod X, was mir besonders gut daran gefällt, folgt der Unix-Philosophie. Das heißt, alles, was ich tue, verfolgt genau einen Zweck. Das aber möglichst gut. Und ich kann alles hintereinander schalten. Wie genau, das zeige ich euch jetzt. Also, die Installation sollte eigentlich relativ problemlos sein. Ich brauche einfach nur einen aktuellen Webspace mit einer Datenbank hinten dran. Und ich habe jetzt in meiner VM hier einfach mal einen Debian genommen, ganz frisch runtergeladen, Apache, PHP drauf installiert, die Installation drüber laufen lassen und fertig. Das heißt, dieses System ist jetzt ganz nackt und alles, was es mir ausgibt, ist dieser minimale HTML-Code. Okay, den könnte man sogar noch minimaler machen, aber das reicht eigentlich fürs Erste. Das gibt mir meine Webseite momentan aus. Und ihr seht, keine Tabellen. So. Wenn man sich einloggt in das Dashboard, seht ihr erstmal das hier. Nach einiger Zeit, wo ich mit diesem System schon gearbeitet habe, bin ich auf einige Standardeinstellungen gekommen, die ich gerne immer am Anfang mache. Zum Beispiel habe ich hier ein Mod X Newsfeed und ein Sicherheitshinweisefeed. Für Kunden, die das nutzen, sind diese Mod X Sicherheits- und Newsfeeds eher weniger relevant. Ihr könnt sie entweder auf eure eigenen Newsfeeds umschalten, sodass ihr die Webseiten eurer Kunden über RSS mit Infos bedienen könnt, zum Beispiel habe an der Webseite XY geändert, oder ihr könnt sie einfach ausschalten. Und da kommen wir zum ersten Punkt. RTFM. Das ist das Wichtigste überhaupt, die wichtigste Webseite, die ihr ever zum Mod X findet, weil da ist einfach alles dokumentiert. Lest sie, danach lest ihr sie nochmal und danach fangt ihr erst an, Fragen zu stellen. So, aber was macht man am Anfang? Wie gesagt, Erfahrungswerte von mir. Als erstes stelle ich bei mir die friendly URLs an. Das heißt, ich möchte meine Webseiten eigentlich nicht ausliefern, indem dann hier oben steht, schauen wir uns das mal an, wenn ich eine Ressource habe, dann wird standardmäßig hier oben angezeigt, index.php, Fragezeichen, ID ist gleich 1, was mir die Ressource mit der ID 1 aufruft. Das ist nicht so hübsch, deswegen gibt es friendly URLs. Danach habe ich sprechende URLs, zum Beispiel Startseite. So, damit es funktioniert, muss ich am Mod X etwas machen. Nämlich, ich muss in den Einstellungen etwas einstellen. Generell gibt es verschiedene Orte, an denen man bei Mod X was einstellen kann. Ich habe globale Einstellungen und ich habe auch für jedes Snippet, also PHP-Teilchen, eigene Einstellungen. Ich kann auch jedem Nutzer Einstellungen zuweisen. Ich kann so ziemlich alles mit Einstellungen versehen, was irgendwie einstellbar sein könnte oder auch nicht. So, also, gucken wir mal, wo die Einstellungen sind. Die gibt es hier unter Systemeinstellungen. So, dann habe ich mir aufgeschrieben, Friendly URLs. Gucken wir mal, wo die Friendly URLs sind.
Suchmaschine. Oh, hier, ah, nee, hier unten. Friendly URLs, nein. Schalten Sie mal auf ein. Und was ist das Strict hier? Das ist, glaube ich, neu. So. Das lassen wir erstmal so. Damit die auch funktionieren, müssen wir die mitgelieferte HT-Access-Datei aktivieren. Die befindet sich in dem Ordner schon drin als HT.access. Die benennen wir einfach um. So. Und wenn danach noch alles funktioniert, dann ist gut. So, kein Server-Error, falls da irgendwie jetzt ein Fehler vorgekommen sein sollte, dass er die falsche Datei als HTXS umbenannt hat, könnte jetzt ein 500er Internal Server Error kommen. Dann nochmal zurückbenennen und gucken, was er falsch gemacht hat. So, das war die erste Einstellung. Dann Automatic Aliases. Jede Seite, die ich anlege, hat natürlich einen Seitentitel. Ich kann sagen, dass jeder Seitentitel automatisch den Alias für diese Seite generiert. Ich zeige euch auch noch später genau, was es ist. Automatic Alias, nein. Das möchtet ihr ganz am Anfang machen, weil sonst müsst ihr später alle Seiten nochmal aufmachen und ändern, sodass der Alias mit dem Seitentitel übereinstimmt, was hier mühselig ist. So, Use Alias Path. Das erzeugt Unterseiten. So, dann wollten wir noch diese Feeds da ausschalten. Hier könntet ihr dann eure eigenen Feeds einbinden. Das machen wir aber einfach mal aus. So, und dann wollen wir noch den Seitennamen einstellen. Das heißt, meine Webseite hat generell ja einen Seitennamen, der ist global überall gleich. Also nehme ich den einmal global um in meine tolle Seite. So, das hat auch schon Auswirkungen gehabt, dieser Seitenname, denn wir geben hier den Seitentitel aus. Meine tolle Seite, /home. Super. Wie gesagt, das waren jetzt die mühseligen Einstellungen, die man am Anfang einfach macht. Schreibt es euch irgendwo auf, in irgendein Wiki, am Anfang einmal durchführen und dann ist gut. So, wie baue ich jetzt aber Webseiten mit Nutix? Und zwar habe ich gesagt, dass da Unix-Philosophie folgt. Unter Unix ist alles eine Datei, hier ist alles eine Ressource. Wenn ich also neue Seiten anlege, dann erstelle ich neue Ressourcen. Erstellen, Ressource hier erstellen. Titel, das ist jetzt mal mein Impressum. Das ist veröffentlicht und ich möchte es nicht im Menü anzeigen. Dann möchte ich noch eine Seite erstellen. Das ist meine Testseite. Die ist auch veröffentlicht. Und dann erstelle ich noch eine Seite. Und weil mir das zu doof ist, mal zu warten, gibt es hier diesen Schnell-Erstellen-Button, den man über einen Rechtsklick auf den Kontext erreicht oder auf die Ressource. Das heißt, ich kann hier schnell ein Dokument erstellen oder eine Ressource. Die nenne ich jetzt mal Beispiel. Die ist ebenfalls veröffentlicht. Speichern. Und diese Beispielseite hat noch drei Unterseiten. Veröffentlicht, speichern. Klar. Und fu. So, jetzt sehe ich da vorne erstmal nichts davon. Warum nicht? Weil ich keinerlei Menü oder sonstige Dinge ausgebe. Ich habe einfach nur Ressourcen erstellt. Grundsätzlich funktioniert eine Seite so. Wenn ich eine Seite aufrufe, dann wird das Template genommen. Danach wird das Template ausgefüllt und ausgeliefert. Das ist so das Grundprinzip.
Das hier vorne, sind meine Ressourcen. Und danach habe ich verschiedene Elemente, zu denen auch die Templates gehören. Was Template-Variablen, Chunks und Snippets sind, da komme ich gleich dazu. Wir haben also jetzt eine Ressource erstellt, die hat das Standard-Template. Dieses Standard-Template sieht momentan so aus. Hier ist einfach mein HTML-Code. Dann kommt hier eine komische Syntax mit eckige Klammer, zweimal. Hier unten habe ich auch nochmal irgendwas Eckiges und hier unten habe ich nochmal Content. Da oben habe ich zwei Pluszeichen, hier, dort habe ich ein Sternchen und hier habe ich auch nochmal ein Sternchen. Das mag jetzt etwas verwirrend sein, deswegen gibt es hier ein kleines Hilfe-Element, in dem alles aufgelistet ist. Das findet ihr wo? rtfm.modx.com. Da steht drauf, was für verschiedene Felder es gibt. Diese Felder haben verschiedene Aufgaben. Was genau, seht ihr gleich. So, wir gucken uns erstmal an. Ich habe hier mein Template, das wird ausgeliefert. Das macht nichts anderes, als mein HTML-Code auszugeben. Dann diese ModX-Logik hier einzusetzen und auszufüllen. Und dann sind wir auch schon fertig. Den SiteName haben wir vorhin schon gesehen. Das ist eine globale Variable. Dass es eine globale Variable ist, sehen wir an dem Plus-Plus hier vorne. Globale Variablen haben immer Plus-Plus vorne. Wenn ich also irgendwo Plus-Plus sehe, weiß ich, ich muss hier oben in den Systemeinstellungen nachgucken, was das ist. Dort kann ich dann einfach nach SiteName suchen. SiteName und finde dann, was das ist. Wenn derjenige, der diese Variable angelegt hat, ordentlich gearbeitet hat, hat er nicht nur einen Schlüssel, einen Namen, sondern auch noch eine Beschreibung, was das macht. Natürlich noch einen Wert, weil irgendwas muss hier ausgegeben werden. Also wird SiteName ersetzt durch meine tolle Seite. So, das war auch schon ein so funktionieren Templates. Das war es auch schon eigentlich dazu. Jetzt möchten wir ein Menü haben. Menüs sind sehr umständlich manchmal. Wer schon mal irgendeine Webseite gebaut hat, weiß, dass Menüs manchmal sehr seltsame Ausnahmen haben. Zum Beispiel muss das erste oder das letzte Element anders formatiert werden, wie die in der Mitte. Oder ich möchte statt einer UL-Liste, ich kann ja mein Menü so aufbauen, UL, Item und so weiter. Möchte ich zum Beispiel, wenn ich das anders haben möchte, dann kann ich einfach sagen, gib mir die Menü-Items einfach so aus. Also in einem Menü steckt manchmal ganz schön viel Logik. Die Arbeit, die sich schon jemand anderes mit dem Menü gemacht hat, kann ich nutzen und kann Extras von der ModX-Webseite herunterladen. Da gibt es ziemlich viele. Wie viele genau? 426, das ist schon einiges. Und der zweithäufigste Download davon ist der sogenannte Wayfinder. Das hört sich schon ziemlich nach Weg und Menü und so weiter an und ist auch genau das, was wir für Menüs haben wollen. Denn da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht. Ich kann den Wayfinder bis ins Detail konfigurieren. Das heißt, ich kann sagen, mach mir einfach ein Menü. Das ist sozusagen eine Minimum-Call. Ich kann aber auch sagen, gib mir nur bestimmte Menü-Items aus oder schließe bestimmte Menü-Items aus. Ich kann sogar das Menü in seiner eigenen Struktur verändern. Was genau der Wayfinder alles kann, das kann man im RTFM nachlesen. Das ist das hier. Dort habt ihr dann die ganzen Optionen, die Parameter, was ich diesem Wayfinder übergeben kann. Zum Beispiel, dass er eben bestimmte Sachen ausschließen soll oder dass das Template eben anders aussehen soll. Wie gesagt, ein Menü ist manchmal komplexer, als man denkt. Zum Beispiel, das ist das, was im Hintergrund hier an Dingen passiert, wenn ihr einfach ein Menü-Item ausgibt. Also ich kann den Listenpunkten jeweils IDs geben, ich kann ihnen CSS-Klassen automatisch mitgeben. Ich habe die Links, ich habe die Title, das kann wiederum Attribute haben, der Link-Text und so weiter und so fort. Ich kann jedes Teil davon anpassen. Wie genau, zeige ich nachher nochmal kurz. So, also wir haben jetzt mit der Package-Verwaltung den Wayfinder heruntergeladen. Jetzt müssen wir diesen Wayfinder da irgendwie reinbringen.
Wir gehen also in unser Template und sagen, dass wir gerne hier ein Menü hätten. Und wenn wir in unseren Spickzettel hier reingucken, dann sehen wir, dass es verschiedene Dinger gibt. Wir haben einmal Ressourcenfelder, Template-Variablen, Chunks und Snippets. Chunk. So, jetzt gucken wir uns mal genau an, was das hier ist. Ein Ressourcenfeld, das habt ihr schon gesehen, das sind die Dinger, die hier überall rumhängen. Wenn ich also eine Ressource habe, dann habe ich Felder. Zum Beispiel, wie ihr hier seht, den Page-Title. Oder hier unten eine Beschreibung, das ist die Description. Eckige Klammer, Sternchen Description. Also muss das wohl ein Ressourcenfeld sein. Oder eine Template-Variable. Da das standardmäßig mitgeliefert wird, ist ein Ressourcenfeld. Template-Variablen sind die Ressourcenfelder, die ich selbstständig später hinzufüge. So, was sind dann Chunks und was sind Snippets? Ich habe ja gesagt, es wird alles getrennt. Deswegen, wie es sich gehört, auch Logik von Gestaltung. Snippets, das erkennt man daran, so steht es zumindest in der Doku, das hier ist PHP. Steht tatsächlich so drin, dass man sich das so merken soll. Snippet ist also immer reines HTML, reines PHP und kein HTML. Wenn ein Snippet Gestaltung aufruft, dann nimmt es sein HTML-Äquivalent, nämlich den Chunk. Dieser Chunk gibt nur HTML aus. Da wird keine Logik verarbeitet. Ich kann allerdings Felder einfügen, in denen wieder etwas passiert. Also ich kann zum Beispiel Chunks in Chunks aufrufen, weil jedes Element ja nur eine Aufgabe ausführen soll. So, um zurück zu unserem Package zu kommen, wir möchten den Wayfinder haben. Der Wayfinder ist jetzt hier bei unseren Elementen als Snippet auf einmal, weil der PHP-Finder ist einfach nur der Wayfinder ist einfach nur PHP-Logik. Hier ist also PHP drin und es stellt mir sozusagen alles zur Verfügung, was ich brauche. Um ein Snippet aufzurufen, schreibe ich also den Namen des Snippets in Ecke in Klammern. Wayfinder. Und ich gucke natürlich in die Doku rein und sehe, dass der Minimum Call für den Wayfinder Start-ID ist gleich 0 ist. Das ist der Minimum Call, damit ich den Wayfinder benutzen kann, weil der Wayfinder wissen muss, wo er starten soll. Also, Start-ID ist gleich 0. Das reicht schon, um ein Menü zu haben. Wenn ich mich mit einem normalen Menü zufrieden gebe, das ich in HTML gestalten möchte, reicht es schon. Ich habe jetzt hier eine unsortierte Liste mit Listenpunkten und automatisch fügt der Wayfinder mir ein erstes und letztes Element, CSS-Klassenelement hinzu. Er sagt mir auch, wo ich gerade bin und markiert es als aktiv, sodass ich in mein CSS noch sagen muss, wenn du den aktiven Listenpunkt hast, färbe ihn ein. So. Jetzt möchte ich aber zum Beispiel, dass die Unterseiten hier verschwinden. Das funktioniert dadurch, dass ich dem Wayfinder einfach sage, die Tiefe soll bitte 1 sein. Ah, es ist Level. Entschuldigung. Das Level soll bitte 1 sein. So werden nur die erste Ebene meiner Elemente im Menü wird dann aufgerufen. So, jetzt habe ich hier ein Menü. Und ich muss sagen, das gefällt mir nicht so ganz. Deswegen kann ich das hier auch umstrukturieren. Wenn ich ein bisschen Ordnung schaffen möchte, kann ich das immer über Chunks tun. In meinem Template ist jetzt zum Beispiel da möchte ich keine Logik drin haben, die soll ausgelagert sein. Also nehme ich das hier, schneide es aus und füge in einem Chunk. Mache einen neuen Chunk. So, das ist jetzt mein Menü. Lege einen Chunk an.
und füge dort den Wayfinder an. Speichern. So, hier vorne ist genau das Gleiche. Der Unterschied ist, ich muss jetzt nur noch das hier woanders hin kopieren und habe dann die ganze Arbeit mir gespart. So, jetzt habe ich also, das ist der Unterschied zwischen Chunks und Snippets. Das Chunk macht nichts anderes, wie mir HTML-Code auszugeben, beziehungsweise Snippets aufzurufen. Und das Snippet macht nichts anderes, wie Logik zu generieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterseite haben möchte, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Unterseite haben möchte, die vorherige Elemente enthält. Wir haben jetzt die Beispielseite angelegt und die Beispielseite hat drei Unterseiten. Unterseite 1, bla und fu. Und ich möchte auf der Beispielseite alle Unterseiten anzeigen, zum Beispiel als Elemente. Machen wir das mal anders. Legen wir mal eine Seite an, die da heißt Laboranten. Ich möchte also auf einer Webseite 3, 4, 5 oder wie auch immer Raumzeitlaboranten aufzeigen. Dann kann ich für jeden Raumzeitlaboranten eine Unterseite erstellen. Das ist zum Beispiel Peter. Dann haben wir zum Beispiel, möchte jemand als abschreckendes Beispiel gehen? Der Blabber guckt so nett. Natürlich, kleines B. Möchte noch jemand? Keine Hände? Okay, dann nehmen wir den Kühlschrank. So. Sind ja die wichtigsten. Ja, genau. Wir haben also jetzt eine Seite angelegt, die heißt Laboranten. Unten drunter gibt es die Laboranten selbst. Wenn ich jetzt auf diese Seite gehe, So, wir haben also jetzt mal unsere Seite. Und damit wir auch wissen, wo wir sind, geben wir mal den Seitentitel nochmal aus. Das ist der Page-Title. So, und jetzt sehe ich auch, auf welcher Seite ich bin. Gut, ich habe jetzt also eine Seite Laboranten. Davon habe ich Unterseiten, die ich vorne nicht sehe, aber hinten angelegt habe. Ich möchte also jetzt alle Unterseiten hier zusammen aggregieren, und zwar nach Feldern. Das funktioniert folgendermaßen. Dafür gibt es wieder eine Erweiterung, die da heißt GetResources, also hole mir die Ressourcen. So, ich habe jetzt also eine Erweiterung, die ich direkt hier aufrufen kann, und die funktioniert folgendermaßen. Ich rufe GetResources aus, die ist Snippet, und sage, welche Ressourcen er denn bitte nehmen soll. Standardmäßig nimmt er alle Ressourcen, die unter ihm drunter liegen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch, wenn ich hier eine 4 reinschreiben würde, würde ich die Unterseiten von Beispiel nehmen. Ich kann jetzt hier eine 8 reinschreiben, dann würde er meine Laboranten aufrufen, oder ich könnte es auch komplett weglassen, dann würde er
die Unterseiten des der aktuellen Seite nehmen. So, da ich die 8 drin habe, lasse ich die jetzt einfach mit drin stehen. Das Include-Template-Variablen erkläre ich gleich nochmal. Wie ich es ausgeben möchte, kann ich hierüber regeln. Entweder bei dem Menu-Index, also C, B, K ist die eine Möglichkeit, oder ich gebe es alphabetisch korrekt aus, das wäre A, S, C, oder ich fange mit dem Alphabet von hinten an, das wäre D, S, C für Descending. So, ich möchte bitte alle Ressourcen ausgeben und ich möchte auch die versteckten Ressourcen anzeigen. Wenn ich das mache, dann kommt hier vorne raus das hier. Das hier ist mein Objekt, in dem drin steht, was ich alles aufrufen könnte. Ich habe zum Beispiel hier den Page-Title, ich habe hier den Alias, ich weiß, wann ich es erschaffen habe, wann ich die Ressource angelegt habe, ich weiß die URI und so weiter und so fort. Das hilft beim Entwickeln sehr, ist aber später eher lästig, weil ich möchte ja eigentlich eine normale Seite anzeigen. So, dann nenne ich die jetzt mal Laboranten. Und dann komme ich zu dem wichtigen Punkt, für was ich Chunks auch noch brauche, nämlich ich brauche es als Template. So, GetResources nimmt also jetzt Laboranten-TPL und gibt es aus. Legen wir jetzt mal an. Speichern. Und dann sieht das so aus. Für jeden Laborant wird das Chunk ausgegeben. Ich habe 3 Laboranten, also steht 3-mal Laborant drin. Jetzt ist es natürlich so, dass das nicht die Information ist, die ich haben möchte. Ich möchte ja den Page-Title zum Beispiel haben. Also nehme ich den Chunk, mein Template, und gebe aus Page-Title. Dort steht der Name meines Laboranten drin. Und ich habe ein seltsames Cachen. Ich glaube, das müssen wir nochmal machen. Mir gibt ja den Bildschirm von der Seite auf, die aus, die du aufgerufen hast. Nicht von der Unterseite. Danke. Genau. Ich muss hier natürlich statt dem Page-Title der Seite, auf der ich bin, die Page-Title der Unterseite schreiben. Denn, read the fucking manual, hier steht Ressourcenfeld ist ein Sternchen und ein Platzhalter ist ein Plus. Und dieses Plus bewirkt, dass ich nicht den Seitentitel der Oberseite, sondern das, was unten drunter steht, ausgebe. Nämlich Kühlschrank, Blabber, Cheetah. So, damit kann ich also beliebige Inhalte mehr strukturieren. Ich kann einfach eine Ressource anlegen, kann Unterressourcen bilden und kann diese Inhalte ausgeben. Die schöne Flexibilität erreiche ich übrigens dadurch, dass ich dass ich Template-Variablen habe. Wenn mir also die vorgegebenen Felder nicht reichen, wie Titel und Content, dann kann ich mir jederzeit neue Felder anlegen. Zum Beispiel möchte ich wissen von meinen Laboranten, wie alt sie sind. Das ist jetzt meine Template-Variable Alter. Das soll bitte ein Text sein. Leere Eingabe soll erlaubt sein. Ausgabe ist Standard. Und es soll bitte in meinem Basis-Template verfügbar sein. So. Dann habe ich hier also meine Ressource und mache die mal auf und sehe, es gibt ein neues Feld. Cheetah hat ein gewisses Alter, der ist nämlich 29.
Der Blabber. Der ist 12. Zick. Und der Kühlschrank ist. Ahem. So, um diese Information jetzt auszugeben, muss ich nichts anderes machen, wie die Template-Variable in meinem Template aufzurufen. Also, Name. Alter. So, wenn ich diese Variablen aufrufe, muss ich darauf achten, dass das hier eine normale Variable ist und das hier eine Template-Variable, die mit tv. Als Präfix vorher abgekürzt werden muss. Und dann habe ich auch schon eine Liste an meinen Laboranten, nämlich der Kühlschrank, der ahem alt ist, Plapper, der 30 ist und Cheetah, der 29 ist. So, und mit diesen einfachen Grundmethoden kann ich meine Webseite ziemlich schnell und ziemlich sauber aufbauen. Denn jede einzelne Ausgabe kann ich kontrollieren. Auch die der vorgegebenen Snippets, denn ich kann zum Beispiel dem Wayfinder sagen, dass er bitte ein anderes Template verwenden möchte. Wie gesagt, so ein Menü kann komplexer sein, als man denkt. Deswegen gibt es hier auch eine kleine Liste. Falls ihr wirklich von der Menüliste umsteigen möchtet, dann solltet ihr euch das genau angucken, weil so ein Menü ist aufgebaut aus einem Outer-Template, das ist das UL. Die Row-Templates, das ist für jedes Element, was ausgegeben wird. Dann haben wir noch Parent-Row, und Parent Row Template und so weiter und so fort. Das können wir alles als Chunks verändern. Wir sagen also, dass Outer Template ist gleich mein Chunkname, etwas anderes sein soll wie die Standardausgabe. Und so kann ich dann sagen, dass ich, obwohl ich die Logik von Wayfinder nutze, keine ULs mehr nutze, sondern etwas anderes, wie zum Beispiel Diffs oder Spans und so weiter und so fort. So. Das soll es eigentlich schon mal gewesen sein für den Grundeinstieg. Das sind eigentlich schon alle Werkzeuge, die man braucht, um eine standardkonforme Webseite aufzubauen. ModX ist allerdings noch sehr, sehr, sehr viel mächtiger. Ich kann Namensräume anlegen, ich kann die Berechtigung so einstellen, dass jedes einzelne Feld gewissen Benutzergruppen zugänglich ist oder eben nicht. Und was am beeindruckendsten ist, die Manager-Seite hier ist eigentlich auch nur eine ModX-Webseite. ModX kann nämlich verschiedene Webseiten in einer Installation verwalten. Also wenn ihr eine zweite Webseite habt, dann könnt ihr einen zweiten Kontext anlegen. So wie es hier Web gibt, könntet ihr dann meine Subdomain nehmen. Und genauso funktioniert dieser Manager, das ist nämlich ein versteckter Kontext, der da MGR heißt. Also das hier, wo ich hier die ganze Zeit dran rumklicke, ist nichts anderes wie eine ModX-Webseite, die mit ModX gebaut ist. Ja, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die das Programm kann. Ich kann auch wunderbar meinen Nutzern vorgeben, was sie zu tun haben und was nicht. Zum Beispiel, wenn sie Bilder hochladen, kann ich Mediaquellen definieren, die da sein können, ein bestimmter Ordner in meinem Dateisystem oder ein Ordner in meinem Amazon S3 Webspace. Das funktioniert auch problemlos, out of the box. Der Explorer ist hier, wie gesagt, standardmäßiges Filesystem drin. Ich kann auch Amazon S3 einbinden. Multilinguale Webseiten sind auch kein Problem. Wie hier steht, Language, hier kann ich mein Language String Key eingeben. Das heißt, da schreibe ich dann rein Log on, Log off. Und je nachdem, in welchem Kontext ich mich befinde, kann es dann sein, dass ich, wenn ich im englischen Kontext bin, gebe ich das Wort auf Englisch aus, wenn ich im deutschen bin, gebe ich es auf Deutsch aus. Das ist in der Lexikonverwaltung, die auch sehr komplex ist. Ja, wie gesagt, das soll als Grundeinstieg erstmal reichen. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil mit einer besser vorkonfigurierten VL.
Gut, danke schön. Noch Fragen? Noch Fragen? Ja, könntest du ein paar Beispiele nennen, was so Packages noch sein können? Was für Möglichkeiten man da noch sich zu installieren kann, sozusagen? Genau, ich habe Packages. Das sind die Packages, die ich eigentlich immer mit installiere. CodeMirror macht mir Syntax-Highlighting im Manager. Und auch eine, ja, also anstatt dass es hier alles schwarz-weiß ist, habe ich tatsächlich dann, je nach HTML zum Beispiel oder wenn ich bei den Snippets bin, nach PHP passendes Syntax-Highlighting. GetResources ist wie gesagt ein Muss, um Unterseiten zu aktivieren, das eigentlich stärker von ModX ist. If ist eine kleine If-Else-Abfrage, das heißt, wenn ich irgendwo mal wissen will, wenn das Alter des Laboranten größer ist als 30, dann gebe mir das aus. Wenn es niedriger ist als 30, gebe mir was anderes aus. Das sieht dann von der Syntax her ungefähr so aus. Das ist dieses kleine Snippet. Da kann ich dann einfach sagen, das Subjekt, auf das ich prüfen möchte. Der Operator ist equal und ist 0. In dem Fall ist es Login. Ansonsten gibt es den Chunk Logout aus. PHP Thumb-Off ist ganz wichtig. Wenn ich nämlich Bilder irgendwo hochlade, dann möchte ich dem Nutzer die Möglichkeit geben, alle Bilder hochzuladen, weil Leuten zu erklären, dieses Bild muss bitte 500x500 Pixel groß sein, das klappt eher weniger. Deswegen gibt es PHP Thumb-Off, was mir die Bilder entsprechend vergrößert oder verkleinert. Version X ist eine Versionskontrolle, das lockt mir eben Änderungen an Chunks und Ressourcen mit, weil wie oft passiert es, dass man aus Versehen mal was löscht und den Papierkorb dann leert und dann kann man das wiederherstellen. Beziehungsweise wenn ich einfach was überschreibe, wo kriege ich dann meinen alten Stand her? Das kriegt man aus Version X. Wayfinder, wie gesagt, ist eigentlich das Wichtigste neben GetResources. Damit baue ich mir eben alle möglichen Menüs. Format, damit kann ich mir wunderbar einfach Formulare bauen mit Prüfung. Das heißt, das sieht dann, ich glaube, ich habe hier noch ein Beispiel. Das sieht dann so aus, nein, Beispiel habe ich leider gerade nicht. Das sieht dann so aus, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich definiere ein Feld und dieses Feld soll bitteschön immer leer sein, sonst verwirfst du das Formular, so als Spam-Schutz zum Beispiel. Gehen wir mal kurz rein. Das ist also die Logik, da kann ich dann zum Beispiel sagen, ich habe hier mein E-Mail-Template, ich möchte es prüfen und bitte stelle sicher, dass das Feld Name voll ist. Bitte stelle sicher, dass in dem Textfeld keine Tags drin sind, also HTML, das irgendwie ausgeführt werden kann. Erst wenn das passiert ist, schickst du eine E-Mail an den Nutzer XYZ, leitest ihn auf die Ressource 123 weiter und nutzt dafür das E-Mail-Template mein E-Mail-Chunk. Und das Formular selbst sieht dann so aus, dass ich hier einfach nur ausgebe, hier bitte Error-Nachricht. Und wenn ein Error in diesem Feld passiert, wird hier der Error ausgegeben. So, das sind eigentlich so die Sachen, die ich immer mit installiere. Ganz praktisch ist auch noch Ultimate Parent. Das zeigt mir einfach an, ob ich auf der höchstgelegenen Ressource bin oder nicht. Weil manchmal möchte ich etwas dementsprechend anders ausgeben. Also wenn ich auf der höchsten Ebene bin, soll ein Element anders ausgegeben werden wie unten drunter. Das kann ich mit Ultimate Parent einfach feststellen und mit if dementsprechend ausgeben und ändern. MetaX macht mir Meta-Tags, TinyMCI macht mir benutzerfreundliche Eingabemasken, WYSIWYG, genau. Articles ist eigentlich ganz wichtig, wenn man einen Blog haben möchte. Da ist nämlich eigentlich schon alles drin, was man für so einen Blog braucht. Also ich möchte Seiten anlegen können, einfach per Klick. Ich möchte nämlich nicht dauernd Ressourcen anlegen, es wird auch gehen, aber ich möchte einfach einen Klick machen und dann habe ich eine Seite. Ich möchte Kommentare und so weiter. Das ist dort schon alles integriert und vorgefertigt. Gallery, damit kann ich Bildergalerien schnell erstellen.
Google Sitemap ist sehr praktisch, um bei den Google Webmaster Tools das einzureichen. Da wird dann aufgezeigt, ich habe diese und jene Seite, verbessert die Suchmaschinen-Rankings. Ja, First Child Redirect und so weiter. Das sind auch noch ein paar nette Sachen, die man eigentlich ganz, die man öfter mal braucht. Ansonsten lohnt sich es eigentlich immer, hier oben nachzugucken, was denn gerade so da ist. Die größeren Pakete haben nämlich dort auch eine Erklärung. Also die so kleine Sachen, die Leute einfach hochgeladen haben, finden dort manchmal nicht eine Erklärung. Aber die größeren Sachen, und dazu gehört eigentlich alles, was hier jetzt gerade steht, kann man dort finden. Also ich habe eigentlich kein Problem mit zu sagen, ich lade das Articles-Paket runter und habe dann einen fertigen Blog. Ich muss nur noch meinen Junk anpassen für das Template und das war's. So, noch Fragen? Ja, die Installation von den Modulen, das sieht ja jetzt da ganz schick und einfach aus. Gibt es da auch die Möglichkeit, da einfach ein Rollback auf eine ältere Version zu machen? Egal was für ein CMS ich bisher benutzt habe, habe ich halt immer das Problem, dass manchmal sich irgendwie Variablen ändern, irgendwelche Templates geändert werden, was vielleicht nicht so eindeutig aus den Changelogs hervorgeht, ich mich hinterher wundere, dass nichts mehr funktioniert. Und dann wäre es halt nicht toll, wenn ich einfach updaten könnte, sondern halt auch einfach wieder zum alten Versionsstand zurück. Mhm. Ich habe es schon mal irgendwo gesehen. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich es jetzt hier nicht sehe, weil ich nur eine Version installiert habe. Aber mir ist es auch noch nicht vorgekommen, dass sich die Sachen fundamental geändert haben. Also Wayfinder oder sonst irgendwas hat noch nie an seinen Ein- oder Ausgabemodulen rumgeschraubt. Es kam zwar neue Funktionen hinzu, aber weggefallen ist noch nie etwas. Weil, wie gesagt, Unix-Philosophie, das, was ich vorne reinschmeiße, muss ich einmal wissen und hinten kommt es auch immer so wieder raus. Aber ich habe irgendwo tatsächlich schon mal die gesehen, wo es das gibt, aber wo? Anbieter? Nee. Es kann sein, dass es nicht aufzeigt. Bitte? Ah, genau. Genau. Da würden dann die anderen Versionen auftauchen und dann kann ich wahrscheinlich auch eine Version wieder deinstallieren. Ist allerdings, wie gesagt, noch ungetestet. Würdest du sagen, ModX ist geeignet, um aufwendigere Plattformen zu bauen, wie zum Beispiel Communities oder andere Webanwendungen? Es kommt natürlich immer darauf an, wie groß die Community ist. Also es ist als Content Management Framework ausgelegt und es ist eigentlich auch im Kern sehr sauber. Es wurden bis jetzt laut Wikipedia eigentlich noch keine größeren Sicherheitslücken entdeckt, was erstens auf die Verbreitung zurückzuführen ist, aber auch zweitens das bestätigt, was ich bisher vom Kern gesehen habe, nämlich dass es sehr sauber geschrieben ist. Demnach würde ich jetzt einfach mal aus dem Bauch raus sagen, ja, es wird performant genug, um Communities aufzubauen. Von der Bedienung her auf jeden Fall. Ich kann nicht nur das Backend freigeben, ich kann auch Frontpage-Logins und Modifikationen erlauben. Da gibt es schon vorgefertigte Pakete. Also ich kann es so machen, dass hier vorne ein Login-Button ist und dann sind die Leute nicht im Backend eingeloggt, sondern vorne auf der Webseite und erhalten dementsprechend Optionen, die sie ändern können, wie ihre Status-Page. Das geht also. Wie groß die Community dann werden darf, ist eine andere Frage. Mit größer meinst du, wie viele Benutzer ja. Oder die Funktion? Also, es gibt ja einen Unterschied, ob die Software mehrere hundert, mehrere tausend, mehrere zehntausend, hunderttausend oder Millionen Nutzer verkraftet. Da habe ich leider keine Erfahrungswerte. Vielleicht gibt es auf der ModX-Webseite irgendwo eine Werbeseite, in dem drin steht, unsere Software wird eingesetzt von X, Y und Z. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was mehrere Communities hat, was mehrere Nutzer und große Communities hat. Ja, noch Fragen? Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.